Hallo, liebe Bewohner. Oh, ich muss erstmal meinen Laptop hier wegschieben, ey. Der versperrt mir die Sicht. Ich bin's, eure Melinda. Es ist Samstag, der 20. Februar 2021, 12 und 32 hier auf Nimmerland. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber ich habe heute mein Horoskop gelesen und ich werde ganz viel Glück haben. Liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? So, okay, damit sind wir heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Oh, war es das schon wieder mit dem Part? Na gut, Leute, herzlich willkommen auch wieder von mir zu einer neuen Folge, neuen Tag, Animal Crossing New Horizons. Letztes Mal hatten wir hier Karneval gefeiert. Heute werden wir, denke ich, nichts feiern. Außer... Oh, warte, was für ein Traummoritz. Ich wollte schon immer in einer Bücherei wohnen. Um mich herum wären nur Bücherregale, vom Boden bis zur Decke. In einem solchen Zuhause ging mir niemals der Lesestoff aus. Oh Mann, toll. Toll. Ja, Leute, wir feiern nämlich kein Karneval mehr, sondern wir feiern die erste Direct seit fast 2 Jahren. Ich glaube, 1,5 Jahren, glaube ich. Leute, ich hatte eh keine großen Erwartungen, deswegen war ich am Ende auch nicht so enttäuscht. Weil ich weiß ganz genau, dass erst nächste Woche Pokémon rauskommt, ja. Und ich verstehe diese Leute nicht, ja, die die ganze Zeit da Pokémon schreien, obwohl die eigentlich mittlerweile wissen müssen, dass Game Freak ihre Pokémon Direct immer selber machen, ja, und dass die am 27. oder am 28. ist. Dieses Jahr wahrscheinlich schon früher, denn nächste Woche hat Pokémon am Samstag Geburtstag und da hat die Firma meistens immer zu. Deshalb gibt es dann ein Konzert von Post Malone und ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Katy Perry macht ja auch irgendwas mit Pokémon, irgendeinen Song. Ich bin gespannt. Wirklich, ich freue mich auf diese Direct, da werden wir auf jeden Fall dann nochmal drüber reden am... wenn es dann soweit ist, ja. Denn am 25. kommt nämlich nochmal Animal Crossing. Und zwar mit dem Mario Update. Gleich am 26. Dann könnte ich schon mal einen Tag vorher die Sachen bestellen, damit wir uns die auch anschauen können. Wieso habe ich hier so einen Punkt? Ah, so, ich habe neue Seegurken und sowas. Oh, nice. Okay, cool. Cool. Ja, egal. Das ist auf jeden Fall heute nicht das Thema, die Pokémon Direct, sondern... heute die allgemeine Nintendo Direct. 50 Minuten. Am Anfang dachte ich, oh cool, neues Xenoblade Chronicles wird angekündigt. Aber nee, nur ein Smash-Charakter und zwar Pyra. Das ist das, ist der Schwertgeist, würde ich es jetzt mal nennen, die Klinge von Rex. Genau. Aus Xenoblade Chronicles 2. Ja, okay. Gut, dann hatten wir zum Glück relativ schnell Smash abgehakt. Dann wussten wir, okay, jetzt kommt erstmal nichts mehr für Smash. Perfekt für die 50 Minuten. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe, glaube ich, 2 Spiele, auf die ich mich freue, die da gezeigt worden sind. Es wurde ein Splatoon 3 angekündigt, ja, also als letztes Spiel. Da habe ich mich nur gefragt, Mario Kart hätte es jetzt langsam... okay, es hat es nicht nötig, aber es wäre schon cool, Nintendo, wenn ihr Mario Kart lieber gemacht hättet, als noch ein Splatoon, ja? Ein drittes Splatoon. Vorhin auf der gleichen Konsole 2 Splatoons. Und so viel nehmen sich die ja eigentlich nicht weg, ne? Wow, jetzt gibt es halt im Teil 3 eine neue Stadt und einen Bogen. Ein Bogen als Waffe. Ja, den hätte man auch irgendwie als ein Update bringen können oder sowas. Ist meine Meinung, ne? Aber die Splatoon-Leute freuen sich bestimmt. Heißt nämlich dann wahrscheinlich wieder 2 Jahre Support für Splatoon 3. Das ist natürlich echt cool. Splatoon 2 hat ja auch coole DLCs bekommen. Meine ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, cool. Ein Dingsy-Helm. Gehen wir mal hier. Ich habe den Schwimmanzug noch an. Oh, kannst du den nicht für mich ausziehen? Ich kann das nur draußen aussehen, oder? Nee. Wow. Die Baukappe nimmst du mir da auch immer ab. Ja. Dann wurde ein
Also war für mich eine Überraschung, dass Mario Golf angekündigt worden ist. Weiß nicht, gefällt mir nicht so. Ja, Mario Golf kommt. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Vor allem, es hat einen Story-Mode. Also vielleicht spielen wir das. Auf jeden Fall, vielleicht. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Und es wäre cool, wenn man das auch online spielen könnte. Aber den Story-Modus, den können wir uns eigentlich dann anschauen, wenn mein Rechner da ist, ne? Die haben das jetzt für... Ich glaube, im Juni oder Juli angekündigt. Ja, ich meine schon. Ich vermisse auch dieses Wii Sports, weißt du? Für die Wii gab's das ja und für die Wii U. Das vermisse ich ein bisschen für die Switch. Muss ich tatsächlich sagen. Denn das war so das einzige Spiel, was ich auch mit der Familie immer zwischendurch gespielt habe. Und auch Geld bekommen habe. Bei meinem Vater immer, beim Bowlen zum Beispiel, ja. Wenn er irgendwie eine Punktzahl nicht schafft, dann kriege ich halt 1 Euro. Und dann kam da irgendwie an einem Tag immer 40 Euro, weil er so gerne dieses Golfspiel gespielt hat. Das fand ich immer schön. War echt ein schönes Erlebnis. Ne? Konnte ich mein Taschengeld aufbessern und so. Das haben wir aber schon lange nicht mehr gemacht. Schon lange, lange, lange nicht. Hier ist nichts Neues außer Müll, Müll, Müll. So, gucken wir einmal kurz hier. Was haben wir denn hier? Nook Shopping machen wir. Bei Nook Meilen ist eh so selten irgendwas Neues. Oh, es gibt keine Saison-Sachen mehr. Okay. Okay, okay. Cool. Dann gehen wir zu Nap und Schlepp, die sich endlich mal weiterentwickeln können. Ich weiß, ich sag das jedes Jahr, aber trotzdem. Dann wurde Zelda für, Sky Sword? Ist es Sky Sword? Ich glaube schon. Habe ich nie gespielt. Ich muss auch sagen, ich bin kein großer Fan von den alten Zelda. Aber vielleicht, weil ich damit nicht groß geworden bin. Vielleicht... Oh, Hanukkah-Kranz haben wir jetzt schon? Ich glaube nicht. Kaufen wir einfach mal. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe... Zelda Breath of the Wild war mein allererstes Zelda, was ich gespielt habe. Und ich auch intensiv gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich Sky Sword für 60 Euro, ja? Für 60 Euro. Die haben an dem Spiel nichts gemacht. Ja, es ist ein Spiel, was auf der Wii rauskam, ja? Und das haben sie jetzt einfach portiert. Nee. Hier, selbst hier Mario hat 3 Spiele in einem gemacht, ja? Für 60 Euro. Und das fanden ja schon viele teuer, ne? Aber was... Nee. Nur ein Spiel, 60 Euro. Ihr müsst euch vorstellen, das ist teurer als das Pokémon-Spiel. Als Schwert und Schild, als das rauskam. Wer soll das bitte bezahlen und wer will das überhaupt bezahlen? Ich glaube, ich kaufe es mir nicht, Leute. Es tut mir leid, das werden wir wahrscheinlich erstmal nicht spielen. Denn ich habe eigentlich schon während der Ankündigung gedacht, oh ja, cool, dann kann ich das mal testen, wie es ist. Aber für den Vollpreis, ja, 60 Euro. 60 Euro, das hat bestimmt für die Wii nicht mehr 60 Euro gekostet. Sondern nur 39,99 wahrscheinlich. Wie damals jedes Spiel. Nee. Hier, Zelda-Produzent, ne? Das kannst du aber mal knicken, ey. Ist nur 5 Euro teurer als Breath of the Wild. Preiswerter. Leute. Nee. Das unterstütze ich nicht. Ja gut, dann kommen wir auf jeden Fall zu meinem Lieblingsspiel des Abends von der Direct. Und zwar ist es, ich habe ein Bild. Müsste das sein, ne? Ja, hier. Das ist es. Das heißt, oh nein, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ne, Project Triangle Strategy. Ihr kennt bestimmt nur Octopath Traveler. Das ist das vorige Spiel des von Square Enix gewesen. Das war so wie die alten Final Fantasy Teile in HD halt. Und eine andere Story, ja? Also, ne, man kann es mit Final Fantasy vergleichen. Ist Rainer da?
Nee, schade, schade. Wir könnten eigentlich ein bisschen schwimmen gehen, während ich hier noch rede. Vielleicht finden wir noch irgendwie neue Meerestiere. Es gibt ja so viele mittlerweile. Da bin ich ja schon längst raus. Schon längst raus. Ja, in dem Spiel, das ist diesmal nicht so sehr an Final Fantasy angelegt, weil es diesmal Strategie ist, sondern eher an Fire Emblem, würde ich sagen. Von den mechanischen Sachen und sowas, ja. Von der Grafik natürlich Octopath Traveler. Sieht richtig cool aus. Es gibt auch eine Demo. Richtig cool. Und das Coole ist, da sieht man es jetzt. Da sind die in so einer Versammlung und stimmen jetzt ab, was passiert. In dem Fall geht es jetzt um König um den Prinzen Roland, der auf der Flucht ist. Und die fragen ihn, die fragen sich jetzt halt im Rat, ob wir ihn ausliefern oder ob wir ihn beschützen sollen. Wenn wir ihn beschützen, dann herrscht Krieg. Ne? Dann wird die Stadt da ausgelöscht. Aber wenn wir ihn abgeben, dann sind wir fein raus. Und ja, sind dann mit den Thronräubern verbündet. Genau, und so sammelt man Informationen in der Stadt, um vielleicht noch den einen oder anderen zu überzeugen, was anderes zu stimmen, ja? Was er am Anfang nicht wollte. Also es ist viel, viel Überzeugungsarbeit, was ich richtig cool finde. Und halt, ich stimme das nicht allein, das stimmen die da im Rat zusammen ab. Es gibt natürlich auch ein paar Entscheidungen, die du alleine dann bestimmst. Falls du der alleinige König bist, zum Beispiel, ne? Und das fand ich wirklich richtig, richtig cool. Ich bin auch ein Fan von Octopath Traveler gewesen. Aber als ich erst die Story fertig hatte, boah, ne, ich hab's nicht mal angefasst. Also ich hab's tatsächlich doch noch angefasst, Leute, war jetzt gelogen. Ich hab's, glaube ich, 3 Stunden danach noch gespielt, aber das wurde mir viel zu grindig. Boah, Hilfe. Die waren alle irgendwie dann auf einmal auf Stufe 70 und du bist gerade mal so 50, da denkst du dir, wow, muss ich jetzt echt so viel leveln, damit ich da überhaupt eine Chance hab? Nee, das habe ich dann nicht gemacht am Ende. Schade. Ich hätte gerne das noch weitergespielt, aber das hat es mir irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Und die Fights, die sind halt hier so ein bisschen taktisch halt. Sind taktisch. Sachen halt hier. So ähnlich wie hier Mario und Rabbids Kingdom Battle oder was das ist. Mit viel, viel verschiedenen Höhen. Du kannst auf Häusern klettern. Falls du einen Bogenschütze da oben platzieren möchtest. Richtig cool, Leute. Richtig cool. So, das war's auf jeden Fall mit den Spielen. Es gab auch noch andere Spiele, wie Fall Guys, ja. Legend of Mana. Und sonstige Spiele. Sorry, ich weiß nicht. Irgendein Detektivspiel, was ich echt cool fand. Würde ich gerne spielen, aber ist auf Englisch, deswegen lasse ich da die Pfoten von. Na gut, dann kommen wir jetzt zu Thema Serien, Leute. Ich schaue weiterhin fleißig, ich mache immer das Bild hier weg. Fleißig Detektiv Conan natürlich, ne? Yashahime habe ich gerade eben geschaut, vor 12, 13, 14 Minuten. Ja, 15 Minuten. Auch wieder richtig cool. Also irgendwie, ja, die mag ich echt gerne. Die Anime momentan. Sonst habe ich jetzt die Serie Tribes of Europa. So würden die das da drin dann aussprechen. In der Serie handelt sich um 3 Kinder. Die sieht man da unten. Die durch eine postapokalyptische Welt sich durchschlagen müssen. Sie werden am Anfang relativ schnell getrennt. Ich glaube... Nein, ich will nicht spoilern. Sie werden auf jeden Fall getrennt. Denn ihr Dorf wird angegriffen. Und ja. Ne, das Ganze spielt im Jahr 2074. Und nach einer mysteriösen Katastrophe,
Die Katastrophe kennen sie wahrscheinlich selber nicht. Wurden die ganzen Staaten aufgeteilt und dann kämpften halt verschiedene Stämme hier, ne? Um die Vorherrschaft auf dem Kontinent. Ist auf jeden Fall eine interessante erste Staffel. Und hauptsächlich das Wichtigste ist hier dieser Cube da, den der Junge da in der Hand hält, da in der Mitte. Ja? Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Nur in der ersten Staffel kam das noch nicht so wirklich zur Geltung, ne? Wie wichtig jetzt dieses Ding da wirklich ist. Ob es überhaupt die Wahrheit sagt. Ja, man könnte es mit so einem Holocron aus Star Wars vergleichen. Da werden Szenen abgespeichert oder auch Daten, Orte, Bilder, Videos kann man damit abspeichern. Ja, und das ist halt schon mächtig auf jeden Fall. Ne? Ja gut, Leute, ich glaube, ich finde hier nichts Neues, oder? Die Serie ist auch außerdem auf Netflix, Leute. Ja, und die Demo von Trial Dingsbums, ja, ist im E-Shop schon. Ja. Leute. Ja gut, dann holen wir uns noch den hier hinten und dann war's das auch mit dem Part. Dann, oh, ich freue mich. Ah, ja, ich freue mich schon auf die Pokémon Direct. Also ich... Okay, bei der Pokémon Direct habe ich doch schon leichte Erwartungen, ja. Also ich möchte sehr, sehr gerne, ne, die Remake sehen, Diamond and Pearl. Dann außerdem gab es ja auch ganz, ganz große Gerüchte und auch Leaks, dass, oh nee, der ist so schnell, dass es, Dings hier, eine Collection geben wird mit Pokémon Uras, XY und Alola. Alola brauche ich jetzt persönlich nicht. Denn Alola ist nicht so cool. Aber das würden wir hundertprozentig spielen, Leute. Hundertprozentig. Ich liebe es einfach zu sehr, um es nicht zu spielen. Ach man, ich hasse diese schnellen Fische. Die sind nervig. Hat das schon mal jemand gesagt? Jetzt habe ich ihn aber. Was ist es denn? Ist das was Neues? Ja, eine Schneekrabbe. Ich glaube, ich nenne dich Schneezwickchen. Oh mein Gott. ja, dann erwarte ich natürlich noch kurze News zu Pokémon Snap. Kommt der nächsten Monat raus. Pokémon Unite, ne, dieses LOL. LOL für Arme oder weiß nicht. Ich weiß nicht, wie teuer das Spiel war. das wird wahrscheinlich dann auch nochmal thematisiert. Vielleicht gibt es auch noch ein Pokémon Home Update mit irgendwas, dass man vielleicht mehr Boxen hat am Ende, weil meine Boxen sind jetzt alle voll. Ich habe die noch nicht komplett sortiert. Ja. Momentan könnte außerdem auf der GameStop-Seite einen Shiny Reflex holen. Ja? Wenn ihr Pokémon Schwert und Schild habt, könnt ihr das machen. Ich würde es machen. Ich habe auch momentan etwas die Lust an Shinies Farm verloren. Deswegen habe ich mir Pokémon Schild nochmal gegönnt. Was heißt nochmal? Ich habe halt, ne, ich habe es jetzt endlich mal angefangen wieder zu spielen. Weil ich habe mir ja direkt beide Editionen gekauft. Und ja. Da bin ich jetzt gerade, glaube ich, beim 5. Orden oder sowas. Merke auf jeden Fall beim 2. Durchgang, es macht mir nicht unglaublich viel Spaß. Ich habe nicht diesen Spaßfaktor irgendwie. Ich habe nur diesen Faktor, oh, ich möchte jetzt schnell durch sein. Ja, schade. Und das darf so ein Spiel nicht haben, finde ich. Das hatte ich noch nie. Bei Pokémon hatte ich das Gefühl, glaube ich, nur bei Alola. Bei Schild und 5 hier, schwarz-weiß. Famoso Verde. So, was lässt man sich nicht zweimal sagen? Schneekram tragen ihren Namen aus gutem Grund. Ziehen sie sich lieber schon mal warm an. Zumeist leben sie im kühleren Meer im Norden.
Im arktischen Meer wurden Exemplare gefunden. Ihre bevorzugte Lebensumgebung sind Tiefen, in denen die Temperatur nie über 3 Grad steigt. Schneeeulen müsste man sein, um bei solcher Kälte nicht zu Eisvogel zu erstarren. Und das war's im Groben, denken Sie mal drüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogleich aufstellen. Ich danke Ihnen von Herzen. Eigentlich nicht. Ja, cool. Hätten wir das, sonst? Ich weiß gar nicht, ich glaube wirklich nicht. Also, ne, Pokémon 4, ne, da habe ich auf jeden Fall hohe Erwartungen, das wird hoffentlich wird's angekündigt und nicht Let's Go Johto, aber es wäre auch ein Ersatz für mich. Ja, ja, Let's Go Johto wäre für mich auch in Ordnung, würde mir aber viel, viel mehr auf, ne? Pokémon, wie heißt es denn jetzt? Wir können eigentlich mal wieder bei den Fischen durchgehen. Hier, Pokémon Diamond und Pearl, würde ich mich viel, 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 viel mehr freuen. Auch wenn Johto richtig cool ist, aber ja, Johto würde ich mich auch freuen. Aber erst Diamond und Pearl, dann Johto. Generation 9 werden sie wahrscheinlich erst nächstes Jahr ankündigen, wenn überhaupt. Sonst, ne, Pokémon Ranger fände ich auch cool, wenn das, ne? Letztes Jahr wurde der Pokémon Mystery Dungeon, da war ja auch irgendwie die ganze Welt so, what? Oh, cool. Damit hat ja niemand gerechnet. Und Pokémon Ranger wäre auch noch sowas, wo man nicht rechnen, wo man, ne? Es sich nicht rechnen würde. Aber nicht immer nur ein Port, Leute, ja? Könnt auch mal irgendwas Neues wieder machen. Ne? Ne, Nintendo? Allgemein Nintendo. Ja. Ja, gut. Ich habe eigentlich die Schneekrabbe gesucht. Vielleicht finde ich sie noch. Vielleicht finde ich sie noch. Dann haben wir die 25 Minuten dann auch voll. What, ey? What? Und ich wünsche mir eigentlich eher ein Pokémon Mystery Dungeon in anderen Animationen. Also in einem anderen Stil einfach. Das gefiel mir nicht so wirklich. Keine Ahnung. Irgendwie gefiel mir das nicht. Und ich hoffe, mein Rechner kommt bald. Leute, ich hoffe es. Da stand 18 Tage, bis sie maximal, bis sie die ganzen Teile zusammen haben. Ich hoffe auch, dass ne, die Lieferengpässe da mit berüchtigt wurden. Oh Gott, wie nennt man das? Mit beeinträchtigt? Berücksichtigt worden sind. Okay, die Krabbe finde ich nicht, Leute. Ich will den Paletz auch nicht zu lange. Und ich muss niesen. Wir sehen uns dann am 25. wieder. Bis dann, euer Kamitor. Rein und ciao.